Es sind jetzt 9 Monate. Du musst die Scheidungspapiere unterschreiben lassen. Er betrügt dich mit seiner Sekretärin immer, wenn er ins Büro fährt. Hast du nie einen Fehler gemacht? Bist du bereit, Mom? Du musst ziehen, Kevin! Ich hab es. Und Sie sind? Noah. Ich wohne nebenan bei meinem Onkel. Aber du bist nicht aus der Gegend. Nein, es gab da einen Unfall. Also gehe ich jetzt auf die Monroe High. Meine Mom unterrichtet da. Sie ist fast zu cool, um Lehrerin zu sein. Sie sind wunderschön. Entschuldigung, das hätte ich Das nicht. Ist schon okay. So was Nettes hat schon lange niemand zu mir gesagt. Dann nehme ich die Entschuldigung zurück. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, bekommt man das Gefühl, dass man nirgendwo hingehört. Ich muss gehen. Bitte geh nicht. Keine Schuldgefühle, keine Regeln. Nur wir. Hör zu, Noah. Ich war so anfällig dafür. Ich bin die Erwachsene. Ich habe nicht nachgedacht, okay? Ich kann das nicht. Mom, kann Noah mit uns essen? Hallo, Mrs. Peterson. Schon vom Wochenende erzählt? Was war denn? Wir hatten ein starkes Gewitter hier bei uns. Habt ihr davon nichts mitgekriegt? Na, am See war es absolut trocken. Also, hier war es ziemlich feucht. Direktor Warren. Gute Neuigkeiten. Wie gewünscht habe ich Noah Sanborn ihrer Klasse zugeteilt. Kevin? Hast du eine E-Mail von meinem Account geschickt? Anscheinend wurden sie gehackt. Sie sollten ihr Passwort ändern. Dein Dad ist wieder häufiger bei euch, oder? Ja, sieht so aus. Vergiss nicht, dass er dich im Stich gelassen hat. Ich will, dass du dich von Noah fernhältst, okay? Wir sehen uns in der Schule. Entschuldigung. Oh mein Gott. Was ist los? Ich verliere meine Arbeit, meinen Sohn, mein Leben. Was erwartest du denn, was hier passieren soll? Ich werde dich niemals gehen lassen. Nein! Halt dich von mir fern und auch von meinem Sohn! Da kann man nichts machen, Claire. Wir sind Nachbarn. Willst du noch einen Keks von meiner Mutter? Oh, ich träume nachts von ihren Keksen. Worauf es am Ende ankommt, das ist der Fokus. Ist ziemlich verwirrend, oder? Wenn man einen Betrüger engagiert, passiert sowas.